Meine Kollegen von der Schweinfurter Polizei sind dann natürlich sofort zum Tatort gefahren und haben mehrere Maßnahmen eingeleitet. Zum einen haben sie sofort eine Fahndung eingeleitet nach dem Mann, der vom Tatort mit einem Fahrrad flüchtig war. Zum anderen ist man zu der Wohnung des Mannes gefahren, hat die Wohnung gesichert und auch den Verkehr grob um die Wohnung herum abgesperrt und eine Buslinie umgeleitet, um die Bevölkerung zu sichern. Zum Glück, aufgrund einer sehr guten Beschreibung durch ein paar Zeugen, konnte dann der Mann sehr rasch im Rahmen der Fahndung auf einem Spielplatz festgenommen werden. Der Mann hat sich auch widerstandslos festnehmen lassen, sodass wir sagen können, wir konnten den Einsatz zum Glück sehr gut lösen und auch so, dass niemand verletzt wurde. Es ist leider noch viel zu früh, um zu einem Motiv oder zum Tatergang was sagen zu können. Die Festnahme war erst vor kurzem und die Beamten, die jetzt mit den Ermittlungen betraut sind, haben natürlich angefangen, die Vernehmungen durchzuführen, aber es ist noch zu früh, um irgendwas dazu sagen zu können.